Grüß euch und schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um meinen selber gebauten Honeymandel. An der Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich beim Kanal BeLife bedanken, der mit seiner Reihe da mir sehr weitergeholfen hat, beziehungsweise eben mit einer Folge, das ging um die Software. Da bin ich leider ein bisschen hängen geblieben, aber mittlerweile läuft er. Auch dank deiner Unterstützung. Danke und merci. Und wenn euch interessiert, warum meiner der Beste ist, dann bleibt es dabei. Warum ist ausgerechnet mein Honeymandel der Beste? Ganz klar, weil er mir am besten taugt. Von der Honigmenge, was meine Mädels über das ganze Jahr zusammentragen, sind mir rentiert sich ein großer Apfeleimer nicht. Auch wenn es schön ist und ich immer wieder Lust hätte, sowas zu kaufen, aber es rentiert sich eigentlich nicht. Darum ist mir immer wichtig, dass ich direkt vom Eimer ausfüllen und direkt ins Glas ausfüllen kann. Der Honeymandel ist somit direkt an der Frontplatte, die gleichzeitig auch schön meinen Honigkübel bzw. den Honigdeckel sichert, verbaut. Und das Schöne daran ist, das kann ich euch gleich sagen, die Frontplatte hat vier Flügelschrauben, Flügelmuttern. Und die sind natürlich schön zu lösen und es geht auch ratzfatz. Machen wir es jetzt gleich mal, dass wir die ganze Frontplatte abnehmen. Das, was jetzt so klackert, das ist die Waage. So, und das waren jetzt die vier Schrauben. Nachdem ich die vier Flügelmutter gelöst habe, muss ich nur hier die Servostange lösen. Und somit ist die Frontplatte locker. So, die Rückwand, einfach eine Kunststoffplatte, verstärkt mit einer Holzplatte. Das Einzige, was ich noch machen würde, was ich beim nächsten Mal ändern würde, die Kunststoffplatte um 1 mm stärker. Aber na gut, damit kann ich leben. Dann habe ich zwei Holzplatten, die den Kübel halten. Und jetzt haben wir auch eine leichte schräge Form, dass er schöner abläuft. Zum Schluss muss man trotzdem unterlegen beim letzten Glas, aber damit kann ich leben. Genau, und genauso schnell ist er wieder montiert. Aber bevor ich wieder montiere, zeige ich mal die Frontplatte. Also, wie wir es erkennen, eben zum Menü wechseln, zum Öffnen, Schließen und zum Selektieren.
die Waage, die Gelenkstange und das Display. Hinten ist nur noch der ESP selber versteckt, wo die ganzen Kabel reinlaufen. Es geht raus die Waage, die Stromversorgung und die Schalter. Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Genau. Ja, und genauso schnell ist er auch wieder montiert. Machen wir jetzt auch gleich. Zack. 1, 2, 3, 4. Die vier Flügelmuttern. Darunter ist jeweils eine Mutter als Kontermutter bzw. Stoppmutter, damit man die Platte nicht komplett verbiegen kann. Jetzt müssen wir bloß noch nach den vier Flügelmuttern die Gelenkstange befestigen. Das mache ich jetzt noch kurz. Noch drauf, dann machen wir etwas zierlich. Ja, somit ist unser Honeymel scharf. Nur noch die Stromversorgung. Wie gesagt, ich versuche es über ein ganz normales Handy-Ladekabel. Wir testen. Eingestellt ist alles. Ich tue trotzdem vor jeder Abfüllung das Gerät noch mehr kalibrieren. Haben wir da für 7, 8 Euro bei Amazon ein Gewicht gegönnt. Und die Tara-Werte sind schon eingestellt. Bezüglich Einstellungen kann ich noch einmal gerne noch genauer drauf eingehen. Gut, wir schalten auf Automatik. Den Hahn öffnen wir. Und wir müssen dann bloß noch auf Start drücken. Wie man sieht, sieht man nichts. Ja, Katastrophe, nichts ging mehr. Aber hilft ja nicht, da muss man durch als Bastler. Da muss man mal kurz schimpfen und fluchen und dann ist alles wieder gelöst. Ja, Spaß beiseite, warum ging es nicht? Ich habe bis jetzt immer mit diesem Adapter abgefüllt. Der Honeymantel hat einwandfrei funktioniert. Heute fürs Video habe ich diesen Adapter verwendet. Optisch natürlich gleich. Das ist ein Original, das ist ein Nachbau. Die Leistungen sind auch nicht identisch. Von dem her, ab in die Tonne mit. Wir füllen hier mit ab. Dann probieren wir es nochmal, würde ich sagen. Genau, so. Stromversorgung haben wir. Wir haben den Hahn leicht gelöst. Genau, die Waage ist jetzt. Probieren wir es nochmal. Sieht besser aus. Genau, man kann oben eben selektieren zwischen dem Menü, manuell und Automatik. Die Tara-Werte sind aktuell schon eingestellt. Ich will das einfach mal testen, was er sagt. Und dann natürlich noch auf Play drücken, auf die Automatik-Funktion. Und los geht's. Jetzt wird er befüllen. Ich nehme mal meine Hand als Gewicht. Langsam steigend. Und so ist. Genau. Mehr ist es nicht. Das Schöne, was mir persönlich sehr gut gefällt, wenn das Glas wieder drauf ist, geht es ja wieder automatisch weg, aber wenn jetzt, warum auch immer, das Glas runterfällt, keine Ahnung, er schließt. Diese Funktion finde ich persönlich top. Genau. Ansonsten, wenn man den richtigen Adapter hat, geht's auch. Genau. So, und jetzt noch schauen wir nochmal ins Menü.
mittlerweile wahrscheinlich wirklich bekannt. Hier auf Manuell, Automatik und das Menü selber. Im Menü kann ich einstellen, dass das Gerät im Automatikbetrieb arbeitet. Genau, mit bei mir ist er blau, kann ich zurückgehen. Dann haben wir die Füllmenge, kann ich einstellen, welche verschiedenen Gläser habe. Wenn ich einmal das Tippglas habe, kann ich es hinterlegen. Wenn ich ein Neutralglas kann ich hinterlegen. Wenn ich 250er Glas habe, kann ich hinterlegen. Das ist wunderbar. Wieder zurück. Korrektur kann ich einstellen, wenn ich sage, der Wert darf so und so viel korrigiert werden. Kann ich hier auch wieder auswählen. Kalibrieren, sagt einmal Waage leeren, ja, die Waage muss leer sein, bestätige ich, dann sagt er eben mein 500 Gramm Gewicht, wo habe ich es denn, wieder bestätigen, jetzt weiß er, das sind 500 Gramm, somit ist die Waage kalibriert. Die Talerwerte für die einzelnen Gläser, das funktioniert auch einwandfrei. Na, stellt, genau. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das, mein Neutralglas nehme, stelle ich drauf. Bestätige einmal kurz. Und dann habe ich das Gewicht. Hat sich jetzt nichts verändert, weil es ist ja das gleiche. Genau, was haben wir noch? Was können wir noch schauen? Kalibrieren haben wir schon. Teilwerte. Korrektur, Füllmenge, Automatik, Servoeinstellung. Parameter. Genau, Parameter, ihr hört es im Hintergrund, der piepst. Den kann man ein- und ausschalten. Oder man kann auch sicher ein anderes Menü aussuchen. Zählwerk, wie viel das ihr abfüllt. Genau, kannst auch, man könnte auch alles löschen. Genau. Ja, ich hoffe, den einen oder anderen gefällt die Idee. Beziehungsweise kann es auch für sich verwenden und auch umsetzen, dann wäre es noch schöner. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, was vielleicht schöner wäre, bitte in die Kommentare, ich bin da für alles offen. Oder wenn was unklar ist, haut es mich an. Ich versuche das zu beantworten, wenn ich es hinkriege. Ansonsten würde ich sagen, bis dahin und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.